Heute zeige ich euch mal, was ich vorm Training esse. Ich esse vorm Training weißer Reis, das ist Basmati, weil die Wertigkeit von Basmati gegenüber anderen Reissorten am besten ist. Mir schmeckt es auch, muss ich sagen, Basmati-Reis besser. Da mache ich mal auf. So. Jetzt habe ich 200 Gramm Basmati-Reis reingetan in den Reiskocherschüssel. Wie ihr wisst, tut man ja Reis 1:2. Also wenn wir 200 Gramm Reis reintun, müssen wir 400 Milliliter Wasser reintun, dass das ausreicht zum Kochen. Ja, also wenn man ein Glas Reis reintut, dann tut man 2 Gläser Wasser rein. So. 400 Gramm tun wir, oder 400 Milliliter Wasser. Das sind 400. Schütten wir einfach auch rein. Also ich trainiere seit fast 30 Jahren und ich habe bis jetzt mindestens 5-6 Reiskocher vernichtet. Die gehen nach gewisser Zeit kaputt, weil ich ja am Tag manchmal bis 2-3 Mal Reis koche. Ich möchte, dass es frisch ist. Und ich finde, ideal für Bodybuilder einen Reiskocher zu haben, weil man nicht aufpassen muss, ob man jetzt in die Dusche geht oder was anders erledigt nebenbei. Reiskocher, wenn der fertig ist, springt der Knopf hoch und Reis ist fertig. Also ideale Erfindung auch für Bodybuilder, nicht nur für Chinesen. Ja? Ist eingeschaltet und wenn der fertig gekocht ist, springt der Knopf hoch und wir haben unseren Reis fertig. So, jetzt packen wir unser Fleisch aus. Das ist Ribeye Steak, made in Germany. Ich lege mittlerweile auch Wert, was ich esse und woher das kommt. Sollten wir auch, glaube ich, auch wenn ich jetzt Fisch kaufe und so weiter, dass das keine Aquakultur ist, sondern eben frei lebende Fische sind. Wir können nicht verhindern, dass wir Vernichter sind, aber zumindest ein bisschen Rücksicht auf die Umwelt nehmen. Das ist jetzt Ribeye Steak. Tun wir raus. Wenn ich ein fettiges Steak kaufe, dann tue ich in die Pfanne kein Öl rein. Das Fett von dem Steak wird dazu ausreichen, das richtig knusprig zu braten. Mehr tue ich da nicht rein. Was ich aber mache, ich habe mir Salat vorbereitet. Wie ihr wisst, bin ich kein großer Fan von Gemüse. Da tue ich aber ein bisschen Essig, ganz normaler Essig rein. Und ganz wenig kaltgepresste Olivenöl. Sehr wichtig auch die Qualität des Öles. Tue ich ein bisschen rein auf die Tomaten drauf. Erstens schmeckt es gut. Zweitens habe ich auch durch Öl auch ein bisschen mehr Energie. Jetzt warten wir, bis die Pfanne heiß wird. Und klatschen den Steak da rein und danach essen wir. So, jetzt tun wir den Steak da rein. Steak soll man ja nicht so oft wenden, deswegen warten wir, bis die untere Seite jetzt richtig braun ist. Ich esse sehr gerne Medium, also halb blutig. Deswegen wende ich nur einmal oder zweimal höchstens und dann ist für mich ausreichend. Jetzt die Frage, wie man sich ernähren sollte, wenn man abnehmen will. Low Carb oder Low Fat? Also das muss jeder für sich rausfinden. Ich habe mal auch Low Carb und viel Fett gegessen. Es hat auch funktioniert, nur ich hatte eben mit Ballaststoffen und mit Magenprobleme. Ich persönlich finde Fett minimieren. Also nicht völlig verzichten, aber minimieren und Kohlenhydrate kontrollieren, kann man mit dem Körper mal anstellen, was man will. Wenn einer meint, okay, das kann er genauso mit Fett ein bisschen höher halten als Kohlenhydrate, dann sollte er auch das probieren. Also es gibt keine Richtlinie, jeder muss da für sich das Beste rausfinden. Ich esse pro Körpergewicht ungefähr 1 Gramm Fett, dann Kohlenhydrate 3-4 Gramm. Und komme damit sehr gut aus. Ich habe genug Energie und meine Form ist einigermaßen okay. Dann, wenn es jetzt Diät kommt, reduziere ich Fett wie Kohlenhydrate natürlich runter.
und dann funktioniert richtig und 100%. Also ich finde, mit Kohlenhydrate kontrollieren funktioniert der Körper viel besser wie Fett. Fett halte ich meistens niedrig. Also so circa nach 3 Minuten wende ich dann meinen Steak. Wie gesagt, ohne Öl dazu oder ohne Fett dazu. Das eigene Fett reicht dafür aus, um diese knusprige Oberfläche zu erreichen, ohne anzubrennen. Jetzt ist mein Steak fertig. Tun raus. Bei Reiskocher ist das Ideale, man kann Reis warm halten. Solange man nicht aussteckt und so ausgeschaltet lässt, bleibt es alles warm. Aber ich stecke aus, weil ich auch jetzt was rausnehme. Reis ist auch fertig. 200 Gramm haben wir gekocht. 100 Gramm werde ich jetzt essen. So, das sind ungefähr 100 Gramm Reis. Dazu habe ich vorbereitet eben meinen Tomatensalat, nur mit Essig und Olivenöl. Mehr brauche ich da nicht. Und dann geht's los zum Training. Ich esse auch deshalb Basmati-Reis, weil das leichter verdaulich ist und schneller Kohlenhydrate gibt auch.